begrüße euch recht herzlich zu meinem ersten Video aus dieser neuen Reihe Cossi Gets Fit. Und ich hoffe, es macht euch Spaß, was ich zu erzählen habe. Ich muss mal gerade direkt hier, das ist mal erst, wenn ich drehe, komischerweise, das ist irgendwie alles nicht so, gut, ist jetzt auch nicht viel besser, ne? Ich habe eine andere Kamera, da ist irgendwie der Winkel so viel, keine Ahnung, früher mit meiner anderen Kamera war es immer schmaler. Gut, oder weil ich breiter war, vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr jetzt so ein bisschen hier von meinem Fitnesscenter, mein Uraltfahrrad, und da hängt noch mein Schweißtuch drüber zum Trocknen. Ja, also, ich habe mir ja überlegt, da die Nachfrage von euch so immens ist, weil ich bekomme so viele Mails, immer wieder so, Cossi, du hast so abgenommen, wie hast du das gemacht, und das mit dem Sport, wie bist du darauf gekommen und so. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele von euch, die mich ja regelmäßig verfolgen, die haben das natürlich erst mitgekriegt, aber es gibt ja auch immer wieder neue Leute, ne, die ganz neu dazukommen, aus welchem Grund auch immer, wie man auch immer im Internet halt gefunden wird. Und um es mir jetzt einfacher zu machen, habe ich gedacht, ich drehe jetzt einfach mal so ein paar Videos, dann kann ich auch immer darauf verlinken. Ne? Wenn jetzt wieder die Frage kommt, Cossi, wie hast du abgenommen, dann kann ich einen Link schicken zu diesem Video. Ja, denn Cossi Gets Fit fängt jetzt erstmal an mit der Ernährung, weil dieses Ernährungsgedöns war halt das Erste, das mir dazu verholfen hat, abzunehmen. Das mit dem Sport kam erst später. Ich war ein absoluter Sporthasser. Aber darüber werde ich dann erzählen, wenn es soweit ist. Ja, fangen wir mal einfach an mit der Ernährung. Also, dass ich mich ziemlich mein Leben lang als erwachsener Mensch, sagen wir es mal so, falsch ernährt habe, wusste ich immer. Ich glaube, ich hätte Bücher über gesunde Ernährung schreiben können, ohne diese gesunde Ernährung selber zu leben. Aber man weiß das ja einfach. Man weiß, was ungesund ist und man weiß, was gesund ist und so. Aber man ist eben ja in so einem Muster oft gefangen und isst einfach die falschen Sachen. Dafür gibt es natürlich Gründe. Also massives Übergewicht, so wie ich es auch hatte. Ich werde hier keine Gewichtszahlen übrigens nennen, für Leute, die sich das jetzt vielleicht wünschen. Ich werde auch nicht sagen, wie viel ich insgesamt abgenommen habe, nur dass es sehr viel ist. Und das ist jetzt bis auf ein paar Kilo, also es sind nicht mal mehr 10 Kilo, ein paar Kilo fehlen mir noch und dann habe ich mich echt halbiert. Ja, aber trotzdem möchte ich halt keine Zahlen irgendwie hier so nennen. Ich möchte mich jetzt nicht hier hinstellen als, keine Ahnung, Prophet und hey, ich habe das und das geschafft, möchte mich hier feiern lassen. Mir reicht es, wenn ich es weiß. Und es kann sein, dass ich es vielleicht irgendwann mal mache, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt nein. Ich werde auch kein Vorher-Foto irgendwo posten. Erstmal mit meinem Höchstgewicht gibt es kein Foto. Es ist wirklich wahr. Also ich habe angefangen im Januar 2010. Mit dem Abnehmen und ich habe einfach zu der Zeit wirklich keine Fotos von mir gemacht, schon gar nicht Ganzkörperfotos, weil ich mich geschämt habe. Und es war auch so, ich habe zu der Zeit ja auch schon Videos gedreht und in den Videos könnt ihr ja dann natürlich auch sehen, dass ich da halt dick bin. Und ich war als erwachsener Mensch eigentlich fast immer dick, aber ich habe mich auch immer geschämt. Und das ist nicht nur unbedingt wegen der Gesellschaft so. Ich habe zwar früher auch oft zu Freunden dann gesagt, boah, würden wir jetzt im Mittelalter leben, ne, wäre ich voll die Granate. Was jetzt nicht heißt, dass ich es, als dicker Mensch, dass ich es dann jetzt vielleicht nicht war. Es gab bestimmt Menschen, die gedacht haben, boah, ist die hübsch und so. Aber ich habe mich ja selber überhaupt nicht wohl gefühlt. Und Übergewicht hat meiner Meinung nach Gründe. Entweder sind es gesundheitliche Gründe, irgendeine Schilddrüsenunterfunktion oder sowas, keine Ahnung. Also bei mir ist körperlich, rein körperlich immer alles okay gewesen. Bei mir war es mehr der Kopf. Und dieses massive Übergewicht oder auch Esssucht, es ist eine Essstörung, ne? Ist eben im Endeffekt genauso eine Essstörung wie Magersucht auch. Nur bei Magersucht, da hat die Gesellschaft dann doch eher so dieses Mitleidsdenken. Wenn jemand ganz dünn ist, oh mein Gott, die soll doch mal essen und so. Aber Magersüchtige können ja auch nicht einfach essen und dann haben die wieder Normalgewicht. Wenn es so einfach wäre, wäre ja Magersucht oder Bulimie oder sowas ja keine Krankheit, ne? Und genauso ist es eben auch, wenn man übergewichtig ist, also adipös. Da kann man auch nicht sagen, ey, ess doch einfach mal weniger oder iss mal vernünftiger und gesünder und dann nimmst du auch ab. Ja, das ist immer das, was die Menschen von außen, die halt selber eben gar nicht so gefangen sind in dieser Essstörung, ne, die können das natürlich, also für die ist es natürlich unverständlich, wie ganz viele Dinge für mich auch unverständlich sind, die ich nicht selber habe oder nachvollziehen kann. Ne? So, und
Jetzt war es so, dass ich wirklich mein Leben lang halt übergewichtig war oder zumindest eben als erwachsener Mensch, ne? Und es gab Gründe dafür, dass ich gegessen habe. Das kann Stress gewesen sein. Also das waren ganz viele Gründe. Ich möchte nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ich werde hier nichts Privates oder so erzählen. Aber glaub mir einfach, es gab Gründe dafür. Dinge, die mal mit dem passiert sind, die ich dann mit Essen kompensiert habe. Das ist ja dieses vermeintliche so, oh ja, ich habe das und das jetzt irgendwie erlebt und ich muss mich jetzt belohnen mit Essen. Das ist ganz, ganz, ganz oft so bei übergewichtigen Menschen, dass die Dinge... ja, kompensieren mit Essen. Mir geht scheiße und ich muss essen und dann geht es mir gut. Aber es ist natürlich ein Trugschluss, weil es geht dir in dem Moment vielleicht gut, wenn du dann eine Tafel Schokolade isst oder zwei oder drei. Aber danach geht es dir nicht mehr gut. Und es ist ja dieser Kreislauf dann, ne? Also dann nimmst du halt immer mehr zu, dir geht es wieder schlecht, du musst wieder essen und so weiter und so fort. Und ich habe, ich glaube mit Anfang 20 oder so habe ich schon angefangen, die ersten Diäten zu machen. Damals sowas wie Slim Fast und so Pülverchen. Ich habe auch mal eine Zeit lang Herbalife gemacht, da musstest du immer so Tabletten schlucken und so. Aus heutiger Sicht für mich total unvorstellbar, würde ich überhaupt nicht mehr machen. Ich habe auch schon des Öfteren Weight Watchers gemacht, also hier an dieser Stelle übrigens erstmal, ich habe nichts mit Weight Watchers zu tun, außer, dass ich halt dieses Programm abonniert habe und das über die App mache. Bekomme kein Geld von Weight Watchers, ich erzähle wirklich einfach nur meinen Erfahrungsbericht, ne? Ich habe schon, lasst mich überlegen, eins, zwei, es ist eigentlich der dritte Versuch, den ich gemacht habe. Und der erste, eigentlich ist es schon der vierte, weil der allererste Weight Watchers Versuch, da war ich, keine Ahnung, da war ich vielleicht 20 oder so. Da bin ich tatsächlich auch in so einer Gruppe da gewesen, bin da so hingegangen, es war ganz neu irgendwie auch damals. Und ich habe sehr schnell gemerkt, nee, das ist auch nicht irgendwie so das Wahre für mich jetzt, ne? Weil ich bin dann dahin und dann haben die mich gewogen und dann fand ich immer, die haben voll das Gewicht so voll laut immer gesagt und mir war das total peinlich, auch wenn die anderen ja auch alle übergewichtig waren. Aber es war immer so, mein Geist sich immer von meinem Körper distanziert hat, ne? Ich habe halt nicht dazu gestanden, wie, also manche dicke, ich sage jetzt wirklich dicke Menschen, weil ich mich jetzt damit bezeichne und oder bezeichnet habe, manche... oder ich sag mal übergewichtige. Manche übergewichtige Menschen, die sagen dann, ich bin dick und ich stehe dazu. Das kann ich jetzt zum Beispiel nicht nachvollziehen. Ich glaube eher, dass bei vielen eine Schutzbehauptung ist. Ich kann natürlich nicht in den Menschen reingucken. Es mag sein, dass sich wirklich übergewichtige Menschen so wohlfühlen. Ich für mich kann es jetzt nicht sagen. Ich habe mich wirklich nie wohlgefühlt. Und in dieser Gruppe habe ich mich irgendwie auch nicht gut, ich weiß nicht. Also es war damals irgendwie, damals war ja dieses Programm auch noch total kompliziert und habe ich nicht lange durchgezogen. Und dann habe ich irgendwann mit 31, wie habe ich das denn gemacht? Ach nee, da gab es ja auch die App und so noch nicht. Da habe ich mir die Bücher gekauft, ne? Also hier Restaurantführer und ich weiß gar nicht mehr, wie das andere da hieß. Und dann habe ich halt auch angefangen, Punkte zu zählen, habe auch super abgenommen. Aber irgendwann bin ich wieder in diese alten Muster gefallen. Und habe wieder zugenommen. Und dann habe ich dann vor ein paar Jahren nochmal, ich glaube, das war 2008, 2009, das war auch so in der Zeit, als ich mit den Videos dann angefangen hatte, könnt ihr ja mal gucken, 2009, da war ich echt noch ein bisschen schmaler im Gesicht. Also nicht schmaler als jetzt, aber schmaler als später dann. Da habe ich nochmal Weight Watchers gemacht, habe ich auch super mit abgenommen und habe dann trotzdem auch irgendwann wieder zugenommen. Weil natürlich muss man das dann die ganze Zeit machen. Also immer. Sein Leben lang eigentlich, ne? Ob ich jetzt mein Leben lang Weight Watchers mache, weiß ich nicht. Vielleicht geht es irgendwann tatsächlich so in Fleisch und Blut über, dass ich diese Kontrolle für mich nicht mehr brauche. Das weiß ich nicht. Aber es war damals auch immer so, wenn ich dann halt auch schon viel abgenommen hatte, war ich aber immer noch dick. Und ich kannte einfach nicht dieses Gefühl, das ich jetzt habe. Weil ich habe natürlich auch jetzt manchmal Angst davor. Oh je, hoffentlich gerate ich nicht wieder in dieses alte Muster und nimm dann irgendwie wieder zu oder so. Aber dann denke ich so, also so wie ich mich jetzt im Moment in meinem Körper fühle, habe ich mich, keine Ahnung, das letzte Mal gefühlt, als ich in der Schule war. Also über 25 Jahre her, vielleicht 30 Jahre, ne? Und deswegen ist irgendwie diese Hemmschwelle, irgendwann wieder in dieses Muster geraten, bei mir im Moment natürlich sehr, sehr, sehr hoch. Also, dass ich denke, nein, warum sollte ich das wieder machen? Also, warum sollte ich jetzt wieder zunehmen? Ich weiß ja, wie unglücklich ich war und wie glücklich ich jetzt bin, was meinen Körper und meine Gesundheit angeht, ne? Und ja, und dann habe ich halt 2000, was habe ich jetzt gesagt? Wann war das? Nee, das war Anfang 2011, genau, habe ich mich angemeldet.
nochmal wieder bei Weight Watchers und habe dann ja diese App dann halt so gemacht und fand es eigentlich schon sehr komfortabel. Also du brauchst da nichts mehr rechnen oder so, du gibst einfach immer alles nur ein. Also das Programm erkläre ich jetzt nicht, ne? Also das wäre zu umfangreich jetzt, ne? Aber du hast, also man muss halt eingeben, man ist jetzt eine Frau, man ist so und so viele Jahre alt und man hat, es ist so und so viel Meter groß, so und so viel Meter. Und dann berechnet die App quasi eigentlich deinen Kalorienbedarf, aber bei Weight Watchers werden keine Kalorien gezählt, sondern Punkte. Was ich auch gut finde, weil dann sind es nicht hier so und so viel 1000 Kalorien, so Riesenzahlen, sondern es sind ja immer ganz kleine Zahlen. Und was geil ist, ist halt wirklich, dass Obst und Gemüse überhaupt nicht berechnet wird, also das meiste davon. Es gibt Sachen, die berechnet werden, die sehr proteinhaltig sind, wie jetzt Linsen zum Beispiel oder Kidneybohnen oder so. Aber die meisten Obst- und Gemüsesorten haben null Punkte und von denen kann man so viel essen, wie man möchte. Man kann sich also satt essen davon, ne? Und ja, dann war es halt so, ich habe mich angemeldet, ich muss aber davor sagen, weil es ist ja auch nicht so, ich stelle mich jetzt nicht hier hin und sage, pass auf, ey, ich habe jetzt hier mit Weight Watchers voll geil abgenommen. Ich habe jetzt nur noch die Hälfte meines Gewichtes fast. Und wenn ich das kann, kann es jeder. Also das wäre total blöd, sowas zu behaupten. Das stimmt nicht. Ich habe, bevor ich da mit Weight Watchers angefangen habe, einige Dinge in meinem Leben ändern müssen. Weil, so wie ich jetzt ja vorhin schon gesagt habe, es ist oft so bei übergewichtigen Menschen, dass die irgendetwas aus ihrem Leben kompensieren mit Essen. So, und mir ging es halt eine Zeit lang sehr, sehr schlecht. Ich habe 2010 eine ganz starke Nesselsucht bekommen. Das ist eine Hautkrankheit. Ich bin froh, dass sie nicht chronisch geblieben ist. Ich habe echt ein Jahr daran gelitten, dass ich jeden Tag irgendwo an meinem Körper Quaddeln hatte. Die juckten wie Sau, also so wie Brennnesseln eigentlich. Und ich hatte das ein Jahr lang. Ich habe Cortison bekommen. Ich sage natürlich, dadurch habe ich natürlich auch nochmal zugenommen, aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund gewesen, ne? Und ich wusste einfach, oder mir musste es wahrscheinlich so schlecht gehen, dass ich an diesen Punkt gekommen bin, an dem ich Dinge in meinem Leben geändert habe, die ich mich vorher nicht getraut habe zu ändern. Weil ich immer dachte, das gehört dazu, ich muss das und das so und so machen, weil andere Menschen das vielleicht von mir erwarten. Also jetzt alles aus dem Privatrahmen, ne? Also nichts hier mit Internet oder so. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber mache ich das alles, um andere Menschen zufriedenzustellen? Aber was ist denn mit mir? Ich habe mich total vergessen bei allem, was ich da so gemacht habe. Und als dann das mit der Nesselsucht kam, ja, habe ich mich da ja noch ein Jahr durchgeboxt und habe dann irgendwann gemerkt, also dann gab es eine Situation in meinem Leben, die für mich echt schlimm war. Und es war so ein Schlüsselerlebnis. Also da habe ich dann gesagt, so, jetzt muss ich was ändern, sonst bleibe ich komplett auf der Strecke. Ne? Und das habe ich dann getan. Was es jetzt war, wie gesagt, ich möchte es nicht erzählen und ich werde es natürlich auch nicht erzählen. Es ist ganz persönlich und privat. Und daraufhin haben sich andere Dinge dann auch in meinem Leben verändert. Also es hat lange gedauert, es war ein langer Prozess. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es mir psychisch viel, viel besser ging, ne? Weil ich halt sehr viel Ballast, den ich so mit mir rumgetragen habe, was meine Seele angeht, abgelegt habe. Und ich muss jetzt mal eben überlegen, dass ich den Zeitrahmen so hinkriege. Genau, und dann war Januar 2011, da habe ich mich bei Weight Watchers angemeldet. Ich war total motiviert, habe gedacht, boah, super, ziehe ich jetzt voll durch, ne? Habe ich dann aber nicht. Also ich habe es ein paar Monate gemacht und dann wieder dieses alte Muster, und dann, ach, ich schaffe das doch nicht, ich habe nicht an mich geglaubt. Und obwohl ich andere Dinge aus meinem Leben verbannt hatte, die aber dann auch noch nicht so richtig hieb- und stichfest waren, also es spielt immer ganz, ganz, ganz viel, denke ich mal, eine Rolle, die jemanden dann zu diesem Punkt so hinbringen. So, dann fing es ja langsam an, das habe ich ja schon in anderen Videos erzählt, halt mit den Krankheiten, ne? Also meine beste Freundin ist damals an Krebs erkrankt und ein Freund von mir ist auch an Krebs erkrankt. Und diese Zeiten damals, als es so anfing, also erst wurde meine Freundin krank und dann, ich glaube, es war dann, kriege die Jahre jetzt gar nicht mehr so hin, also Anfang 2013 war es dann mit dem Freund, der auch Krebs bekommen hat und beide sind so in meinem Alter. Da fing es schon langsam so an, dass ich dachte, boah, das ist heftig, ne? Ich meine, dass Menschen Krebs kriegen, hört man jeden Tag, aber wenn es dann auf einmal so nah ist und dann auch noch eben in meinem Alter, ne? Ich habe ja auch schon Menschen verloren, die vorher schon die Krebs hatten, so, die waren dann aber alt, obwohl es trotzdem natürlich schlimm ist, wenn ein Mensch stirbt, ist es immer schlimm, ne? Aber wenn man das dann so hautnah erlebt, dass Mensch,
Entschuldigung, also dass Menschen, die halt so in meinem Alter sind, eben daran auch sterben können. Da war wirklich so der Punkt, also es war dann 2013 im Juli, kann ich genau sagen, es war nach meinem Geburtstag. Ich weiß nicht mehr, an was für einen Tag ich Geburtstag hatte. Ich habe auf jeden Fall gesagt, so, und am Dienstag fange ich an. Also bei mir fängt die Weltwirtschaftswoche immer dienstags an, damit ich irgendwie vom Wochenende, also meistens verbreite ich da am Wochenende halt noch ein paar Punkte und so. Und dann hat man mal so ein bisschen mehr Nahrung irgendwie im Körper. Und dann ist der Montag noch, gehört noch zu der alten Woche. Und Dienstag fängt dann halt die neue Woche an. Und dann habe ich nach meinem, oder vor meinem Geburtstag habe ich schon gesagt, so, mein Geburtstag ziehe ich jetzt noch durch und da esse ich auch noch irgendwie ganz viel, was ich da also essen möchte. Und an dem Dienstag darauf fange ich mit Weight Watchers an, eben auch aus Angst, selber krank zu werden. Diese Angst, die war sehr groß und die Angst ist auch heute noch sehr groß. Ich kann natürlich nicht oder ich bin natürlich nicht davor gefeit, jetzt auch Krebs zu bekommen oder irgendeine andere schwere Krankheit. Aber ich kann natürlich die Risikofaktoren ein bisschen mindern. Und ja, dann war es halt so, Ende Juli 2013 habe ich dann wieder mit Weight Watchers angefangen und habe nur im Januar 2014 mal echt einen Tag gehabt, an dem es mir halt auch nicht gut ging, weil Dinge von außen passierten. Und da bin ich nochmal ganz kurz so in dieses Muster zurückgefallen, habe da ein bisschen Schokolade gegessen und so. Ich habe da nicht zugenommen, aber ich bin einmal über diese Wochenpunkte, die man bei Weight Watchers halt zur Verfügung hat, bin ich da einmal drüber gekommen, das war im Januar 2014 und das war wirklich das einzige Mal. Also bis heute habe ich mich wirklich jede Woche, ich habe gerade eine große Pizza gegessen, Entschuldigung, ich rede hier voll über gesunde Ernährung, ne, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Ich komme mir vor wie bei so einer Beichte hier gerade, weil ich das alles so erzähle. Aber ja, aber so ist es. Und ich hoffe halt, dass ich wirklich anderen Menschen damit helfen kann. Und ich sehe ja, was ich so mit dem, was ich überall poste und so, was ich da bei anderen Menschen bewirke. Ne? Wäre diese Resonanz nicht da, würde ich ja so ein Video gar nicht drehen. Naja, auf jeden Fall, ich komme immer so von Hölzchen auf Stückchen. Ne? Auf jeden Fall war es so, dass ich dann eben wirklich gesagt habe, konsequent, ich ziehe es jetzt echt mal so durch. Ja, und dann habe ich es gemacht. Ne? Und ich hatte natürlich auch... Also ich habe nicht die ganze Zeit konstant abgenommen. Ich hatte immer mal ein paar hundert Gramm auch mehr, dann mal wieder ein bisschen weniger. Aber mich hat das nicht demotiviert. Also ich war irgendwann an so einem Punkt, da habe ich es einfach gelassen gesehen und nicht so akribisch irgendwie. Und da habe ich schon gemerkt, ich kannte dieses Gefühl, dieses Gelassenheitsgefühl und nicht dieses, boah, ich will jetzt abnehmen, ich muss und dieser Druck und so. Das kenne ich nämlich aus einer anderen Suchtbewältigung. Und zwar habe ich ja vor 12, 13 Jahren aufgehört zu rauchen. Und das war auch nicht das erste Mal. Also da habe ich auch vorher 3 oder 4 Mal versucht und habe immer wieder angefangen. Und als ich beim letzten Mal aufgehört habe, habe ich so easy gesehen. Habe immer gesagt, gut, im Moment brauche ich das Rauchen nicht. Vielleicht fange ich irgendwann wieder an. Dann ist es so. Ne? Aber ich habe es gelassen gesehen. Und es hat bis heute funktioniert. Also ich kann mir auch heute immer noch nicht vorstellen zu rauchen. Gegenteil. Wenn ich heute denke, boah, was hast du dir damals die Kippen da jeden Tag reingepfiffen? Eine ganze Schachtel. Eine Big Box am Tag. Ja? Ich hatte Raucherhusten ohne Ende. Ich bin nachts wach geworden, weil ich husten musste. Bin aufgestanden, habe Hustensaft genommen, habe eine geraucht und mich wieder hingelegt. Also für mich heute total unvorstellbar. Und da habe ich halt auch diese Gelassenheit gespürt, die ich eben dann irgendwann auch bei dieser Ernährungsumstellung dann hatte. Und ja, so ist es eben so bis heute, weil ich weiß, wenn ich jetzt mal 200-300 Gramm mehr auf der Waage habe, dann liegt es nicht am Essen, weil ich esse und trinke nach Plan. Und wenn es dann so ist, dann ist es so. Vielleicht, weil es draußen warm ist und der Körper Wasser einlagert. Oder weil es einmal im Monat ist, wo Frauen sowieso Wassereinlagerungen haben, die meisten zumindest. Ne? Also dann schreibe ich es halt auf in meine App und sehe, oh ja gut, habe ich halt 200 Gramm mehr. Aber ich beiße mich da nicht dran fest und sage, scheiße, und das funktioniert nicht und so. So habe ich es also wirklich seit Ende Juli 2013 nicht mehr gesehen. Ich habe es gelassen gesehen. Ne? Und ich glaube heute eben auch, dass das genau der Schlüssel ist. Eben nicht dieses... oh ja, und jetzt habe ich 500 Gramm wieder mehr auf der Waage. Oh Mist, und jetzt schmeiße ich das Handtuch oder so. Ne? Also für mich kann ich natürlich jetzt auch nur sprechen. Nee, ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe. Ich kann aber auch sagen, es war natürlich am Anfang nicht leicht, weil der Körper ist einfach auf Entzug. Ne? Kann man sagen, was man will. Weil wenn man dann früher ganz viele Süßigkeiten oder so in sich reingestopft hat, natürlich sagt der Körper dann, hallo, wo ist denn hier die Schokolade? Wo sind die Gummibärchen? Wo sind die Chips? Was ist los mit dir hier? Äpfel, Birnen? Hallo, willst du mich verarschen? Klar. Ne? Und bis der Kopf sich dann umgestellt hat, das hat bei mir auch bestimmt fast ein Jahr gedauert. Bis es so
in Fleisch und Blut überging und bis diese gesunde Ernährung für mich normal wurde. Es hat lange gedauert. Und ich habe aber wahrscheinlich durchgehalten, weil ich durchgehalten habe. Ne? Also wenn ich da zwischendurch auf diesem Weg bis zu diesem Punkt abgebrochen hätte, ja, dann würde ich jetzt heute hier nicht sitzen und so ein Video drehen. Ne? Und ja, dann war es halt so, ne, dass der Kopf, also genau, weil, das wollte ich nämlich auch noch sagen, ich hatte neulich mal so ein Erlebnis. Da habe ich einen Bekannten wieder getroffen nach 2 Jahren. Der hat mich also 2 Jahre nicht gesehen. Der hat mich nicht erkannt. Also das passiert mir öfter. Erstmal hatte ich ja lange Haare noch damals auch und so. Ich habe mich ja sowieso, ne, von der Frisur her und auch so vom Style her total verändert. Und ja, der hat mich nicht erkannt. Und dann, oh, Kossi, du, boah, ich hätte dich echt nicht erkannt und so. Und dann sagt er, ey, du hast voll geil abgenommen. Wie hast du das gemacht? Magenband? Und dann habe ich den angeguckt, nein, es gibt tatsächlich auch noch Menschen, die schaffen es abzunehmen aus eigenem Willen mit Disziplin und Konsequenz. Da war ich echt so richtig so ein bisschen angesäuert, weil natürlich weiß ich, dass es Magenband gibt, dass es Magen-OPs gibt, wo der Magen verkleinert wird, dass es irgendwie sowas wie Schlauchmagen gibt. Ich kenne das alles. Das wäre für mich nie in Frage gekommen. Erstens, weil ich ein Schisser bin. Ich habe schon Angst vom Blut abnehmen, was ich übrigens regelmäßig einmal machen lasse, um halt zu gucken, ob alles in Ordnung ist und so. Aber nie im Leben hätte ich mich operiert. Und ich denke auch heute, wie soll ich das sagen? Also es gibt in meinem weiteren Umfeld, sagen wir mal so, es ist weiterer Bekanntenkreis, gibt es Menschen, die haben sich entweder Magenband machen lassen oder operieren lassen. Und wenn ich dann sehe, klar haben die am Anfang natürlich super abgenommen. Und heute bin ich trotzdem schlanker als die, obwohl das bei denen auch schon ein paar Jahre her ist. Ne? Und wenn man die dann fragt, ja, aber warum nimmst du nicht weiter ab oder so? Ja, dann ist es so, weil die Ernährung immer noch nicht stimmt. Du kannst ja auch mit einem kleinen Magen 2 Tafeln Schokolade essen oder so. Das ist ja dann flüssig. Ne? Und ja, und dann denke ich dann halt immer so, das wäre für mich halt nie eine Option gewesen, weil ich immer wusste, dass die Ernährung nicht im Magen anfängt, sondern hier. Die fängt auch nicht hier an, die fängt hier an. Die fängt in dem Moment an, wo du im Supermarkt bist und die falschen Sachen in den Einkaufswagen packst. Da hast du eigentlich dann schon verloren. Ich weiß es ja nur aus eigener Erfahrung. Und was hätte ich davon, wenn ich jetzt einen halben Magen oder so nur noch hätte? Ich könnte von der Menge her nicht so viel essen, aber mein Kopf ist immer noch bei Schokolade, Weingummi und Chips. Ne? Das ist ja eigentlich das Problem. Du bringst deinen Körper dann wahrscheinlich ja nicht auf Entzug. Und deswegen war ich da echt so ein bisschen pikiert, ne, als er dann sagte, ey, und wie hast du das gemacht, Magenband? Nein, ich habe es wirklich mit gesunder Ernährung geschafft und zum Schluss dann auch noch mit Sport. Da kommen wir ja dann im nächsten Video so drauf. Also ich möchte jetzt, weiß Gott, nicht urteilen über Menschen, die sich operieren lassen. Also jeder hat da seine Gründe für, natürlich. Ne? Nur weil ich es jetzt anders geschafft habe, heißt es nicht, dass es das Nonplusultra ist. Aber ich weiß eben, dass es auch viele Menschen gibt, die das haben machen lassen und trotzdem nicht glücklich damit sind. Ne? Ja, und für mich ist es einfach geil, Weight Watchers zu machen. Es ist eine Ernährungsumstellung. Ihr könnt euch auch irgendeine andere App runterladen, die Kalorien zählt oder sowas. Ne, ich kenne mich da jetzt nicht mit aus, aber die machen ja im Grunde nichts anderes. Ne? Es muss jetzt nicht unbedingt Weight Watchers sein. Ich finde es nur komfortabel. So, ich zahle da 15 Euro im Monat und habe halt diese App und so. Und ich habe übrigens auch von 2011 an 15 Euro im Monat bezahlt. Selbst in den Monaten, in denen ich kein Weight Watchers dann gemacht habe. Aber ich habe immer gewusst, wenn ich mich abmelde, werde ich verloren haben und dann werde ich mein ganzes Leben lang nicht mehr abnehmen. Ne? Ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte jetzt auf irgendwas hinaus. Ich bin immer in so einem Redeschwall und dann plötzlich alles weg. Es ist echt weg jetzt. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt angefangen. Ja, und am Anfang wundert man sich dann erst. Also ich hatte natürlich total viele Punkte zur Verfügung. Ich habe jetzt den Mindestpunkt, die Mindestpunktzahl mit 26. Und ich hatte halt damals so über 40 Punkte oder so. Und habe ja dann gesehen, boah, ey, was muss ich alles essen, ne? Und auch Leute so um mich rum immer, boah, so viel musst du essen, ey, und dann nimmst du trotzdem ab. Ja, weil ich auch gelernt habe, du musst viel essen, um abzunehmen, ne? Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin vor allem kein Ernährungswissenschaftler, aber ich weiß es auch aus eigener Erfahrung. Ne? Wenn du halt so Diäten machst oder so, dein Körper ist total auf Sparflamme, dann kann es trotzdem sein, dass du nicht abnimmst. Und wenn du wieder normal isst, nimmst du natürlich auch sofort wieder zu.
ich musste halt wirklich, also eigentlich für meine Verhältnisse viel essen, aber ich habe natürlich richtige Sachen gegessen. Ne? Klar hätte ich natürlich auch 5 Tafeln Schokolade am Tag essen können, weil die hätten mich nicht satt gemacht. Ne? Die hätten meine Punktzahl erreicht, aber mich nicht satt gemacht. Ne? Und ja, und dann war ich halt in diesem Punktesystem so drin und führe halt meine Ernährung seitdem so. Und es wurde ja dann immer, also je niedriger das Gewicht wird, dann hast du immer mal einen Punkt weniger. Es geht ja nicht auf einmal, hast du 20 Punkte weniger. Also das wird natürlich auch nicht so funktionieren für den Kopf dann. Ne? Aber dann habe ich halt nach und nach gemerkt, dass ich, je weniger Punkte ich bekam, habe ich angefangen, Lebensmittel auszutauschen. Ich habe zum Beispiel früher super gerne, also ich trinke ja keinen Kaffee, ne? Aber dieser White Cappuccino von Krüger, da war ich ja süchtig nach, ne? Da hatte eins und Kapu 2 Punkte. Da habe ich oft morgens eingetrunken, mittags ein und nachmittags. Das waren schon 6 Punkte. 6 Punkte hat heute mein Frühstück, ne? Ich hatte damals ja auch genügend Punkte, da konnte ich das auch noch. Und je weniger Punkte es wurden, dann habe ich schon mal ein Kapu weggelassen. Irgendwann war der zweite weg, irgendwann war der dritte weg. Ich habe jetzt schon, keine Ahnung, 1,5 Jahre oder so, keinen Cappuccino mehr getrunken. Ich habe aber auch nicht das Bedürfnis. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendetwas verzichten muss. Und das finde ich halt an Weight Watchers geil, weil du einfach alles essen kannst. Und wenn du zu viel gegessen hast an dem Tag und hast keine Punkte mehr über, ja, Pech, da machst du dir abends eine Gemüsesuppe. Einfach Gemüsebrühe mit Gemüse, hat 0 Punkte und wirst auch satt davon und ja, hältst es dann alles noch so ein bisschen im Rahmen. Ne? Also ich meine, gut, ich komme jetzt nie über meine Punktzahl so und man hat dann in der Woche noch 49 Wochen Extras, die man halt verbraten kann für irgendwas und weil ich gerade gesagt habe, ich habe gerade eine fette Pizza gegessen, ja, die habe ich mir sogar kommen lassen, hier Fast Food, also noch nicht mal selbst gemacht, ne? Habe mir eine vegetarische genommen, habe ich mich mittlerweile auch super dran gewöhnt. Ich muss keine Salami mehr da drauf haben. Ich esse auch gerne Thunfischpizza. Oder ich habe ja eine ganze Zeit lang auch immer, weil das so für mich so ein Highlight war, dieses Ben & Jerry's, das wissen ganz viele von euch. Ich habe mir jeden Freitag so einen 500 Milliliter Pot Ben & Jerry's Peanut Butter Cup reingezogen, weil das immer für mich so ein Ding war. Da habe ich mich die ganze Woche drauf gefreut. Ne? Da ist auch Schokolade drin, das ist ja Sahne pur, das ist Fett pur. Habe das echt genossen. Bis ich vor 3 Wochen dann gemerkt habe, es geht mir schlecht, wenn ich dieses Eis esse. Also mir ist übel danach. Ja, ich habe wirklich die 500 Milliliter auf einmal gegessen. Ich habe natürlich dann, also als Abendbrot, ich habe dann nichts anderes. Ich habe keine Mahlzeit und das als Nachtisch dann. Ne? Aber es war natürlich trotzdem viel. Und ich habe dann in den letzten 3 Wochen gemerkt, dass ich danach so todmüde war. Also dass ich teilweise wirklich im Sitzen hier auf der Couch eingeschlafen bin. Und dachte, ey, das kann doch nicht sein, das habe ich bei keiner anderen Mahlzeit, das habe ich immer nur, wenn ich dieses Eis esse. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, oh, was heißt vorgenommen, ich finde es noch nicht mal schwierig, ich habe halt jetzt, gestern war Freitag und jetzt habe ich dann halt kein Eis gegessen, sondern ganz normal. Ja, und dann habe ich ja diese ganzen Wochen Extras dann eh über und dann habe ich mir heute halt eine Pizza reingezogen. Und ich könnte auch morgen mir noch einen Gyros-Teller. Also von den Punkten her kommt es hin. Ne? Und deswegen muss ich auf nichts verzichten. Also ich habe das nie gehabt, dass ich abends im Bett liege und dann so, oh, Pommes Currywurst oder so. Das kenne ich aber von früher, wenn ich so Diäten gemacht habe. Ne? Weil du immer auf irgendwas verzichtet hast. Also für mich würde jetzt auch nicht Low Carb oder sowas in Frage kommen, weil ich brauche Kohlenhydrate, ich brauche Kartoffeln. Und also ich liebe Kartoffeln, ich liebe Reis, ne? Und sowas alles. Also ich möchte einfach auf nichts verzichten. Ich kann alles essen, in Maßen. Ich muss natürlich gucken und abwiegen alles und so. Das ist aber vollkommen okay für mich. Ja, und es ist einfach eben in Fleisch und Blut übergegangen. Und deswegen ist es irgendwann auch nicht mehr schwer gewesen. Es war am Anfang schwer, aber irgendwann dann halt nicht mehr. Aber ich musste bis zu diesem Punkt kommen, an dem es nicht mehr schwer war. Und so an diesem Punkt war ich vorher, wenn ich Weight Watchers gemacht habe, halt noch nie. Aber wie gesagt, ich habe auch noch nie dieses Körpergefühl gehabt, das ich jetzt habe. Also ja, und ich möchte das auch nicht mehr missen, ne? Weil ich weiß eben, wie es ist, als übergewichtiger Mensch durch diese Welt zu gehen. Ich bin nie gemobbt worden oder so, aber ich kann mir gut vorstellen, wie die Gedanken von manchen Menschen so sind. Und ich habe nie dazu gestanden, wie ich aussah. Ich bin schon selbstbewusst. Ich meine, sonst hätte ich mich natürlich auch in den Jahren jetzt nicht vor die Kamera gesetzt, ne? Aber ich habe zu meinem Körper halt nie gestanden, ne? Und ja, und jetzt mache ich Fotos für Instagram, wo ich mit dem ganzen Körper zu sehen bin und finde es einfach selber gut, ne? Und muss mich da jetzt nicht für schämen. Also ich fühle mich jetzt wesentlich freier und natürlich agiler auch. Ich kann mich viel besser bewegen und alles ist besser seitdem, ne? Und ja, ich denke zwar immer dann, wenn ich es geschafft habe, schafft es jeder andere auch, aber
ich finde eben, man kann nicht von heute auf morgen sagen, boah, jetzt mache ich Weight Watchers und jetzt funktioniert das, sondern bei vielen, die eben wirklich dieses Übergewicht durch eine Essstörung haben, müssen ganz viele andere Dinge dann vorher bereinigt werden und verändert werden wahrscheinlich. Ne? Ich kann ja jetzt nicht für andere sprechen, aber ich weiß, wenn ich diese Dinge vorher nicht geändert hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht das Durchhaltevermögen gehabt, das ich jetzt habe. Ne? Ja, wie gesagt, also das ganze Programm kann ich euch jetzt hier nicht erklären oder so. Ich kann euch nur sagen, dass es super praktisch ist. Ich habe es auf dem iPad und ich habe es auf dem Handy. Und wenn ich irgendwie einkaufen bin und ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte hat dieses oder jenes, gebe ich es schnell im Handy ein. Ne? Und beim Android-System, glaube ich, dann scannt er sogar den Barcode. Das geht beim iPhone jetzt noch nicht. Dann zeigt er dir an, wie viele Punkte, und dann weiß ich schon, ob ich das halt essen möchte oder nicht. Ne? Ich habe dann irgendwann angefangen, das wollte ich noch sagen. Ich habe früher zum Frühstück dann zum Beispiel, sag ich jetzt mal, 2 Weizenmehlbrötchen gegessen mit Letter und irgendeine Wurst. Ne? Also am Anfang von Weight Watchers jetzt. Ne? Dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, so wirklich satt werde ich da jetzt nicht. Also es hält nicht lange an. Ne? Dann bin ich umgestiegen auf Vollkornbrötchen. Dann immer weniger Punkte bekommen, dann habe ich schon Vollkornbrot gegessen, weil das natürlich auch weniger Punkte hatte. Und irgendwann bin ich von dem Vollkornbrot hier auch runter und jetzt esse ich halt morgens mein Porridge. Ne? Und es hält mich auch satt. Also nicht nur Porridge, sondern ich haue da so viel Obst rein und noch eine Banane und Apfel dazu, also dass ich echt richtig gut in den Tag starte. Ich könnte ja jetzt zum Beispiel auch nie nüchtern aus dem Haus gehen oder so. Ne? Das ist ja, ich denke ja immer, ich muss sterben, wenn ich nichts im Magen habe. Ne? Weil manche auch schon gesagt haben, boah, nicht, dass du irgendwie eine Magersucht oder so abdriftest. Kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen, dafür esse ich zu gerne. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Und habe ich dann ganz normale Nudeln gegessen. Irgendwann habe ich gemerkt, die halten auch nicht so lange satt. Ne? Solange ich noch viele Punkte hatte, war das okay, weil dann kam eine Bolognese-Soße darüber oder so. Ja, aber wenn du dann hinterher nur noch Nudeln machst mit Gemüse oder so, und dann habe ich gedacht, boah, irgendwie macht mich das nicht lange satt. Und dann habe ich mir so im normalen Supermarkt die Vollkornnudeln geholt, so von Barilla oder so. Die sind ja gar nicht mehr so braun, wie die ja früher waren, sondern die sehen aus wie normale Nudeln. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, die reichen mir auch nicht mehr. Und dann bin ich im Bioladen. Und da habe ich dann hier, von Denre sind die, also die liebe ich, das sind richtig reine Vollkornnudeln. Mit Dinkel-Vollkornmehl gibt es verschiedene Sorten, ne? Gibt es auch glutenfrei und sowas alles. Und seitdem ich die esse, ey, da weiß ich aber, was satt ist, ne? Also, so habe ich dann nach und nach eben meine ganzen Lebensmittel umgestellt. Ja, und seit ein paar Wochen oder jetzt schon seit 2 Monaten oder so, glaube ich, ist das, trinke ich halt auch Green Smoothies. Natürlich, weil die total in sind jetzt im Moment. Da werde ich immer auch nochmal ein einzelnes Video zu machen. Und ja, ich fühle mich da einfach total fit mit, ne? Fit und gesund und... Also was jetzt den Körper angeht, ne? Und ja, fühle mich da gut mit. Jetzt mein Fuß eingeschlafen. Oh. Genau. Und dann habe ich aber immer trotzdem gesagt, so, boah, Sport, nee, muss ich nicht machen. Sport hasse ich ja total. Und ich hab Sport mein Leben lang gehasst, ne? Ich weiß, in der Berufsschule hatten wir auch mal einmal die Woche so Sportunterricht, ne? Und der Lehrer, der hatte mal alle Augen zugedrückt, wenn man gesagt hat, so, ich habe meine Tage, ne? Da musstest du keinen Sport machen. Der hat aber nie gemerkt, dass ich immer meine Tage 4-mal im Monat hatte. Na gut, 4-mal jetzt nicht, aber 2-mal schon. Hat er sich ja nie aufgeschrieben, ne? Aber allein da schon, ich hatte keinen Bock, mich zu bewegen, so. Also ich war ganz früher mal im Schwimmverein, so als Kind. Und dann habe ich mal Jazzdance gemacht als Jugendliche, so, ja, Klickenzwang, weil meine Freundinnen das alle gemacht haben und so. Aber es war halt nie so mein Ding. Ja, und heute kann ich mir Leben ohne Sport überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber wie gesagt, das erzähle ich dann im anderen Video. Jetzt ging es erstmal nur darum, Kossi, wie hast du abgenommen? Warum hast du abgenommen? Und welche Wege haben dich dahin geführt? Im Endeffekt, so war es ja. Ne? Es mussten ein paar Dinge vorher passieren. Ich kann gar nicht mehr so ruhig sitzen hier. Ich sitze so unangelehnt, weißt du? Aber da müsste ich so weit hinten sitzen. Und die Kamera, hier mein Stativ kommt nicht weiter an die Couch ran. Egal. Ja. Auf jeden Fall, so ist also meine Abnehm-Story und ich hoffe natürlich, dass ich es weiter durchziehe, dass ich dieses Zielgewicht, das ich mir persönlich gesetzt habe, erreiche. Das ist nicht mein Idealgewicht, also das habe ich mir mal angeguckt, was ich wiegen müsste bei meiner Größe jetzt und in meinem Alter und so. Da denke ich, ey, nee, da bist du doch gar nicht überlebensfähig, ne? Nee, das will ich gar nicht. Ich will ja nicht dünn sein, ne? Ich möchte mich gut fühlen, ich möchte auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich trainiert sein und und was ganz, 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 ganz wichtig ist,
trinken. Ne? Das habe ich habe neulich mal so einen Blog-Eintrag gemacht wegen Sport auch und so, und da habe ich das, glaube ich, auch reingeschrieben, weil da haben mich natürlich auch schon Leute gefragt, boah, Kossi, wenn du dich halbiert hast und so, ne, wie ist denn so deine Haut? Ne? Ich meine, klar, stelle ich mich jetzt nicht nackig da irgendwo hin und mache Fotos, ne, oder vor irgendjemandem und sage, ja, guck doch mal oder so. Ne? Also es gibt wenig Menschen, die mich halt überhaupt nackt sehen, natürlich. Natürlich ist es so, du musst dir vorstellen, du hast einen Luftballon, den hast du aufs Ultimum ausgereizt und aufgeblasen über 20 Jahre und dann lass mal die Luft raus und dann versuch mal, die Haut von dem Luftballon glatt zu kriegen. Kriegst du natürlich nicht. Ne? Du musst auch dazu sehen, ich bin oder werde jetzt im Juli 46 Jahre alt. Ich bin nicht mehr 20. Ne? Hätte ich dieses Gewicht abgenommen mit 20, wäre meine Haut natürlich bestimmt besser. Aber ich habe ja Fotos gesehen oder ich habe auch im Fernsehen hier dieses extrem schwer oder wie heißen die, diese Abnehmensendungen dann, wo die ja auch so vorführen. Im Endeffekt, ich finde es nicht so schön, wenn die das so machen. Also dieses Vorführen finde ich nicht so schön. Wie da die Hautlappen so hängen. Also ich wirklich, ich kann von Glück sagen, dass es bei mir nicht so extrem ist. Also ich empfinde es nicht so, dass ich vorm Spiegel stehe und denke, oh mein Gott, wie sehe ich aus? Das habe ich wirklich nicht. Und ich bin mir fast sicher, dass es daran liegt, dass ich einfach sehr viel trinke. Und das mit dem Trinken hat angefangen schon vor 12, 13 Jahren, hatte ich vorhin erzählt, da habe ich auch schon mal Weltwatchers gemacht und da habe ich eigentlich angefangen zu trinken. Da bin ich Trinker geworden quasi, weil es da ja damals auch dazugehörte und ich war vorher ein Mensch, der kaum getrunken hat. Also wenn ich dann abends irgendwie beim Abendbrot ein Glas Cola, also vorher, ne, getrunken habe, dann habe ich oft gemerkt, ey, das ist das Erste, was ich heute trinke, ne? Und damals habe ich schon angefangen, so mindestens 2 Liter Wasser oder Tee am Tag zu trinken. Und das habe ich all die Jahre dann durchgezogen, weil sich auch da der Körper irgendwann so dran gewöhnt hat. Ich merke das selber. Wenn ich wenig trinke, so wie heute ist Sonntag. Ich habe schon 5 Videos gedreht heute. Und also einfach, weil ich immer gerne alles so an einem Tag dann irgendwie wegarbeite, ne? Und habe sehr, sehr wenig getrunken. Also meine Tasse steht hier. Der Tee ist natürlich kalt mittlerweile. Und wenn ich wenig trinke, dann merke ich irgendwie auch, dass ich mich körperlich so ein bisschen schlapp fühle. Ne? Also mir fehlt einfach diese Flüssigkeit. Und seitdem ich Sport mache, trinke ich halt noch mehr, also überwiegend Tee. Ne? Aber beim Sport natürlich dann meistens Wasser. Und ich komme wirklich auf meine 3 bis 5 Liter, also im Sommer. Ne? Jetzt, also wenn man ja sowieso schwitzt auch und so, also 5 Liter trinke ich jetzt, glaube ich, im Winter auch nicht unbedingt. Aber so 3 bis 5 Liter, die ziehe ich mir schon rein. Ne? Also ja, so eine Kanne hier hat 1,5 Liter oder wenn ich eine Thermoskanne da oder so nehme, meistens auch. Also wenn ich 3 Kannen trinke, sind es 4,5 Liter am Tag Tee nur. Ne? Und wenn ich dann noch beim Sport Wasser dazu trinke und so, ja. Klar, man muss natürlich oft auf Toilette gehen. Ich muss auch nachts ganz oft aufstehen, logisch, klar. Irgendwo muss es ja hin. Aber ich glaube schon, dass es erstens bei der Abnahme unterstützend wirkt. Zweitens natürlich auch Hungergefühle wegmacht, obwohl ich eigentlich nie Hunger habe. Weil sobald ich Hunger verspüre, esse ich halt irgendwie eine Möhre oder eine Kohlrabi oder wenn noch nicht Essenszeit ist. Ne? Ja, oder ich trinke, oder jetzt, wenn ich einen Smoothie trinke. Ne? Ja. Und also mit dem Trinken, genau. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man viel trinkt. Das habe ich ja immer schon geglaubt. Also für Nieren vor allem auch und so. Ne? Also wenn ich mal sterbe, dann, wenn mich da einer, so ein Pathologe untersucht, dann sagt der bestimmt, ey, das sind die geilsten Nieren, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe noch nie so neue Nieren gesehen bei so einem alten Menschen, der ich dann hoffentlich bin. Ne? Ja, genau. Und ja, das waren, wie gesagt, alles so Punkte. Also ich glaube, dass die Seele ganz, 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 ganz viel damit zu tun hat, dass man diesen Schritt schaffen kann. Und ja, gepaart halt mit dieser Angst, ich könnte auch krank werden, weil ich halt gesehen habe, was gerade dieser Scheißkrebs mit Menschen machen kann. Und ja, weil ich da Angst vor habe, ne? Und denke, okay, natürlich kann es mich jederzeit auch treffen, aber zumindest kann ich dann sagen, es liegt nicht am Übergewicht, ne, weil das nicht mehr da ist. Und ja, kann natürlich noch Spätfolgen haben, natürlich. Also körperliche Beschwerden an sich hatte ich jetzt nicht. Ich hatte keine Rückenprobleme oder Knieprobleme oder sonst was. Ne. Es ist einfach wirklich nur so, ich habe mich eben nicht wohl gefühlt. Ne. Ja, gut, also das war erstmal so ein Einführungsvideo für Kossi Gets Fit. Und wie gesagt, ich habe ja so einiges geplant. Neben diesen ganzen Buchvideos, die ich da auch mache, ich möchte Kossis Welt wirklich so ein bisschen ausweiten dahingehend, weil ich einfach denke, ich habe viel zu sagen. Und weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die in der Situation sind, in der ich war vor ein paar Jahren noch oder mein Leben lang.
Und es wäre schön, wenn die es dann auch schaffen. Ich kann natürlich keine speziellen Tipps, keine personalisierten Tipps jetzt geben. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ne, wie du es machen kannst. Ich habe auch schon Mails bekommen. Ja, Kossi, was hast du denn zum Beispiel heute so gegessen? Ich will mal gucken, ob ich das auch schaffe. Man kann nicht sagen, was man an einem Tag gegessen hat. Das ist ja immer die Summe aus allem, was man halt so macht. Man nimmt nicht ab, weil man an einem Tag gesund gegessen hat, ne? Und ja, und wie gesagt, mit der Pizza hier oder wenn ich sage, ich hole mir hier einen Gyros-Teller oder einen Pommes-Schranke oder einen Manta-Teller oder so, dann ist es natürlich nicht gesund. Aber dadurch habe ich eben das Gefühl, dass ich auf nichts verzichten muss. Ne? Und es ist okay. Dafür esse ich aber dann 5 Tage in der Woche clean. Ne? Also clean insofern, dass ich dann wirklich nur meine 26 Punkte esse. Und am Wochenende haue ich mir da halt die Galoren da rein. Ne? Ja, aber dadurch verzichte ich auf nichts. Ne? Und kann essen gehen und alles Mögliche machen. Und ja, jetzt ist mir gerade eigentlich noch was eingefallen, aber das habe ich jetzt wieder vergessen. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich rede jetzt schon wieder so lange am Stück, ne? Jetzt habe ich echt schon wieder alles vergessen. Ich hatte mir jetzt... Nee, warte mal, doch. Ach ja, genau. Was ich hatte mir so einen ganz, 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 ganz kleinen Spickzettel nämlich gemacht. Genau, was ich noch erzählen wollte, was ich nämlich jetzt seit 4 Wochen auch erhalte, ist eine Bio-Hofkiste. Also wir haben hier nicht direkt im Kreis, das ist ein bisschen weiter weg. Für mich wäre es jetzt zu weit weg, da mit dem Auto hinzufahren und so. Aber wir haben so einen Bio-Bauern, der nach Hause liefert. Ne? Müsst ihr mal gucken, gibt es bei euch in der Nähe bestimmt auch. Und ich habe das einfach mal ausprobiert, so eine Schnupperkiste bestellt. Also man kriegt immer freitags so ein Newsletter und am Dienstag wird immer hier bei uns im Ort geliefert. Und da gibt es halt dann in dieser Kiste, keine Ahnung, einen Blumenkohl und 2 Kohlrabi und eine Zucchini und was weiß ich. Und dann kann man aber noch jonglieren und kann sagen, zum Beispiel, wenn bei mir eine Mango drin ist oder Pfirsich, dann nehme ich das immer nicht und dafür mache ich irgendwas anderes rein. Wird natürlich alles abgewogen, der Preis ist dann immer unterschiedlich auch und so. Ne? Und ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus, auch vor allem deshalb, weil man dann einfach auch mal neue Dinge ausprobieren kann. Das heißt neue, also zum Beispiel jetzt, ich wäre nie auf die Idee gekommen, für mich alleine einen ganzen Blumenkohl zu kaufen. Jetzt war der mal in der Biokiste drin und dann habe ich, also die Hälfte ungefähr, habe ich einfach als Rohkost immer zwischendurch gegessen. Die andere Hälfte habe ich dann gekocht und dann habe ich da so einen vegetarischen Brotaufstrich, habe ich jetzt entdeckt, von Zwergenwiese. Den habe ich dann mit Wasser so ein bisschen erhitzt und dann als Soße drüber gemacht. Und bevor die Frage nämlich jetzt kommt, nein, ich bin weder Vegetarierin noch Veganer. Ich kann es mir zu diesem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht vorstellen, aber ich habe gemerkt, dass ich eben ganz viele Mahlzeiten tatsächlich schon vegetarisch, teilweise auch vegan zu mir nehme, aber das ist dann mehr Zufall oder einfach, weil ich da Hunger drauf habe. Ne? Also ich esse auf jeden Fall kein, also nicht 7-mal die Woche Fleisch, ne? Also vielleicht 2-3 Mal die Woche. Wurst oder so sowieso nicht mehr, weil ich gar kein Brot mehr esse, dadurch, dass ich ja meinen Porridge esse, ne? Weil Brot einfach zu viele Punkte hat und so. Aber wenn ich mein Zielgewicht erreicht habe, bekomme ich wieder 6 Punkte dazu, um dann das Gewicht zu halten. Und deswegen werde ich auch Weltwirtschaft dann weitermachen, weil ich nicht weiß, ob ich das so rein aus dem Kopf her schon wüsste, so, oh, ist das jetzt zu viel, ist das zu wenig? Also dieses Pi mal Daumen ist nicht meins. Also ich brauche diese Kontrolle über mein Essen. Genau wie ich die Kontrolle brauche beim Sport. Da kriege ich immer einen Sportplan, das erzähle ich euch dann im nächsten Video. Und den arbeite ich ab. Ne? Ich bin so ein Kontrollfreak. Und ja, genau. Auf jeden Fall habe ich diese Biokiste da jetzt halt bestellt und finde das total geil, da jetzt echt mal neue Dinge auszuprobieren. Oder zum Beispiel Spitzkohl hatte ich jetzt schon 2-mal da drin und dann sind immer so Rezepte auch dabei. Dann habe ich mal einmal so einen Spitzkohlsalat gemacht. Und jetzt letzte Woche habe ich mir so einen, manche hatten mir bei Instagram geschrieben, das nennt sich bei denen Schichtkohl, irgendwas mit Tatar und es war super lecker, ne? Hätte ich, also wäre ich jetzt von mir aus nicht auf die Idee gekommen, im Laden mir einen Spitzkohl zu kaufen, ne? Und das finde ich total geil jetzt so. Jo. Das finde ich gut. Also kommt immer einmal die Woche halt diese Biokiste hier an. Und ja, weil ich einige Dinge davon auch mit in meinen Smoothie mache und teilweise mit Schale. Und dann ist es halt besser, wenn es Bio ist, ne? Nicht gespritzt und so. Ja. Ja, okay. Also das war jetzt erstmal wirklich die Ernährung, ne? Und oder die Ernährungsumstellung und so, wie ich damit halt lebe und gut klarkomme, was natürlich nicht für jeden so ist, aber vielleicht hat es den einen oder anderen ja angeregt und jo, ihr macht es einfach auch. Einfach ist gut. Also ich habe ja gerade erklärt, so einfach ist es ja nicht. Ne? Also ich kann nicht mich hier hinstellen und sagen, oh, ich habe mal eben mein Körpergewicht halbiert. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre, dann würde es keine übergewichtigen Menschen geben. Ne? Ja,
Okay, also dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal wird dann ein Sportvideo sein, erstmal so ein generelles, und dann möchte ich alle Sportarten, die ich halt so mache, nochmal detailliert in einzelnen Videos erläutern, so ein bisschen, ne? Und ein bisschen erklären und dann, ja, mal gucken. Vielleicht auch mal Sportkleidung mal zeigen, also alles, was so damit halt zu tun hat, ne? Oder wie gesagt, so einen grünen Smoothie, ne? Möchte ich dann gerne auch mal so ein Video zu machen und mal gucken, was mir so einfällt. Also alles Mögliche. Hauptsache ein bisschen gesund, ne? Okay, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.